Und jetzt gehen wir mal hier rein, ne? Ich bin super gespannt. Okay. Mega. Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Heute tauchen wir mal wieder ab in die mysteriösen Tiefen von Subnautica. Wir sind immer noch hier in der Nähe des sogenannten Körperlagers unterwegs. Und heute wird es richtig spannend. Wir haben nämlich nur noch 400 Meter. Das mag nach viel klingen, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann wird es jetzt richtig interessant zu sehen, was denn dieses Körperlager eigentlich ist. Das wissen wir immer noch nicht. Hier unten ist es super spannend. Das totale Ressourcenparadies, das da dürfte auch wieder Kupfer oder sowas sein, ne? Dann gibt es überall diese Sporen hier. Oh, die machen wir kaputt, wenn wir gegenfahren. Das ist nicht gut. Ich brauche die eigentlich. Aber ich brauche nicht so viel davon. Ich glaube, das ist Kupfer, wenn ich es richtig sehe. Und dann gibt es hier diese riesen Pilzdinger. Ich glaube, wir müssen nochmal aussteigen. Es gibt ganz viel zu entdecken heute. Wir sind hier in dem Biom ja noch ganz frisch und kennen uns noch nicht so aus. Aber wir wissen zum Beispiel, dass diese fleischfressenden Pflanzen gefährlich sind. Ich habe so ein paar Fische dabei. Die müssen wir mal freilassen. Wir haben zu viele Fische im Aquarium. Das heißt, wir lassen mal zwei von den Reiffischen hier frei. Gucken, ob die sich hier wohlfühlen. Das ist tatsächlich Kupfer. Das ist ein Rubin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Rubine mitnehmen sollen. Ich habe halt keinen Platz mehr eigentlich. Also wir müssen jetzt so ein bisschen sparsam sein mit unseren letzten Slots. Da ist so eine fleischfressende Pflanze. Dann haben wir diese... Hört ihr das? Diese riesigen Pilze, ne? Die müssen wir nochmal untersuchen. Oh, die sehen creepy aus. Oh! Nein, nein, nein. Lass das. Hier ist schon wieder eine Pflanze. Lass mich los. Ich sag's dir. Okay, so geht's. Wir sind nur ein Rechtsklick. Mit Rechtsklick verteidigen wir uns. Oh. Okay. Das war creepy. Okay. Höhlenknospen. Und das Ding ist eine Höhlenrose, okay. Die riesigen Dinger sind die Höhlenrosen. Und die geben uns diese... Diese Sporen, die wir brauchen, ne? Ich schwimme mal hier hoch. Ich hoffe, da gibt es keine weiteren fleischfressenden Pflanzen. Die packen einen immer, wenn man da irgendwie drüber schwimmt, so. Okay. Also die gibt uns nichts zum Mitnehmen. Oder? Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, was ich hier mache. Ja, yeah, die atmet. Also die filtern irgendwie das Wasser, wie es aussieht. Mega cool. Ja, also jetzt wissen wir auch, woher diese Sporen kommen, die wir so dringend brauchen. Ich glaube, wir haben genug von denen. Ich habe ziemlich viele eingesackt. Ist das hier? Ist wieder so ein Kraut. Kennen wir schon. Creepy. Das ist ein Augenfisch. Drei Augenfisch. Das ist ein Skelettfisch oder so. Kennen wir auch alles. Was ist das? Yeah, die sehen schön aus. Kann man aber nicht mitnehmen oder scannen. Ich glaube, wir gehen mal wieder an Bord. Hier sind ziemlich viele fleischfressende Pflanzen. Von der bleiben wir auch weg, nach Möglichkeit. So. Okay. Und dann fahren wir mal so ein Stückchen weiter, ne? Also wir kommen jetzt in die Nähe des Körperlagers, wie gesagt. Das ist irgendwo hier. Wo ist es denn? Jetzt muss ich erstmal alles wiederfinden. Sehr verwirrend hier unten. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Das ist das Artefakt PK8, das ist auch nicht weit weg. Ah, und hier unter uns ist das Körperlager. Ich glaube, ich habe den falschen Wegpunkt gerade untersucht, ne? Das ist sind nur 180 Meter. Okay. Also wir sind ziemlich in der Nähe. Und jetzt wird es halt spannend zu sehen, was das eigentlich ist, dieses Körperlager. Wir wissen ja, dass die Erbauer oder die Precursor, wie die auch genannt werden, in der englischsprachigen Version, dass die eigentlich sozusagen in der Cloud leben, ne? Also die haben wohl ihre biologische Hülle praktisch aufgegeben. Und das ist ein Torpedofisch, ne? Glaube ich. Sieht aus wie ein Torpedofisch. Wollen wir den untersuchen? Nicht, dass es was Neues ist. Das heißt, eigentlich haben die ja keine Körper mehr. Jetzt ist die Frage, ob wir einen alten Friedhof von denen finden? Oder ob das Körperlager praktisch so ein Teilelager ist? Von... Da ist der Seepfau. Von irgendwelchen mechanischen Teilen? Das könnte natürlich auch sein. Das ist ein Augenfisch. Der Torpedofisch hat sich schon wieder verdrückt. Super cool hier.
Also das wird auf jeden Fall spannend. Wir wissen überhaupt nicht, wonach wir gerade suchen. Da vorne ist der Fisch, ne? Was bist du denn? Das ist ein Torpedofisch. Okay, ich hau mal ab hier. Bevor der Seepfau kommt. Ich glaube, der hat mich schon gerochen. Der guckt schon so. Gut. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Also wir sind ganz in der Nähe. Wir müssen noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Das ist das Artefakt. Und irgendwo hier unter uns müsste auch das Körperlager sein. Da unten. Das ist direkt unter uns, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie einen Weg finden, wo wir hier tiefer runterkommen. Das ist noch ein ganzes Stück unter diesem Biom praktisch. Und das hier sieht irgendwie, das ist dieses Höhlenrosenbiom. Ne? Das sieht schon wieder wie ein eigenes Biom eigentlich aus. Okay, hier geht's runter, da ist eine Lampe. Wenn da eine Lampe ist, dann sind wir, glaube ich, richtig. Die haben ihre Wege immer gut ausgeleuchtet. Okay, da geht's super tief runter. Alles klar. Können wir hier umdrehen irgendwie? So. Aua, das ist ein bisschen eng hier, ne? Mal schauen, ob wir irgendwie ohne zu große Beschädigungen uns hier durchquetschen können. Okay. Zum Glück haben wir keinen zweiten Frachtraum dabei, auch wenn wir den eigentlich bräuchten. Wir können auch Licht anmachen, aber ich finde, das sieht so irgendwie cooler aus, spannender. Bunter. Schöner. Das Licht leuchtet nicht so weit. Das Wasser ist zu dreckig. Zu viele Fische unterwegs. Und zu viele Sporen von den Höhlenrosen. Okay. Wir folgen einfach mal dieser Höhlenrosenspur, ne? Also ich sehe jetzt nichts Neues. Das haben wir alles schon, ist uns alles bekannt, was es hier so gibt. Da gibt es, glaube ich, Uranerz. Uraninit. Aua. Oh, das ist so ein Haifisch. Das ist nicht so gut. Den müssen wir notfalls bomben. Hat er uns gesehen. Yeah. Superschöne Welt hier. Aber auch ein bisschen creepy. Vor allem der da. Bam. Er hat mich erwischt. Ich habe ihn, glaube ich, auch erwischt. Das Doofe ist, der kann hier überhaupt nicht fliehen. Das heißt, wir müssen uns verdrücken. Aber wir werden den wahrscheinlich nicht los, ne? Wir folgen mal diesen Fackeln. Den Erbauerlampen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist schon irgendein Portal oder sowas. Okay. Jetzt wird's spannend. Wir haben gerade einen Fisch eingesammelt. Hier gibt's Quarz? Okay. Und noch irgendwas Komisches. Und kommen wir da rein? Die machen uns auf. Ich glaube, unser Alan hat uns aufgemacht. Kann das sein? Das war nämlich eigentlich abgesperrt. Okay. Was ist das? Nickelerz. Das nehmen wir mit. Nickel ist noch recht kostbar. Da haben wir nicht viel von. Also Nickel gibt es hier unten auch. Habe ich auch schon so ein bisschen was gefunden. Das ist Gold zum Aufschluss. Diamant brauchen wir nicht. Wir nehmen nur noch Nickel mit. Und jetzt gehen wir mal hier rein, ne? Ich bin super gespannt. Also das... Wo ist denn das Körperlager? Wird das hier überhaupt angezeigt? Ich glaube nicht. Okay. Mega. Also da liegt irgendein Körper oder sowas. Yeah. Super schön. Aber das... Ich glaube, das ist das Körperlager. Ich glaube, der Wegpunkt ist jetzt verschwunden. Kann das sein? Okay. Das ist so ein kleines Biotop hier. Super schön. Botanischer Garten der Erbauer. Das hier ist... Oh, ein Lampionbaum. Den kennen wir. Den haben wir, glaube ich, schon mal gepflanzt. Oder? Hatten die nicht so Lampionfrüchte, die man essen kann? Scheinbar nicht, weil den können wir nicht mitnehmen. Und da liegt so ein Skelett. Das gucken wir uns auch gleich an. Was ist das hier alles? Fahne? Blumen? Nichts zum Mitnehmen hier, ne? Okay. Noch so ein Lampionbaum.
Noch ein Lampionbaum. Und so ein paar Blumen wieder. Okay. Also dann ist das wohl so eine Art Friedhof oder sowas, ne? Erbauer Körperteil. Das sieht sehr biologisch aus. This skeleton is fully bent. Able to handle heavy forces. A good friend for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Also ich denke, die Erbauer waren schon so weit, sich ihre biologische Hülle sozusagen frei wählen zu können. Und die haben diese Hülle gewählt, weil die relativ robust ist. Okay. Und die sind aber wohl nicht komplett freiwillig in die technische Ebene, also in die Cloud geflohen, sondern die waren wohl immer noch biologisch unterwegs und waren dann aber durch das Virus praktisch gezwungen, in die Cloud zu wechseln, weil ihre, ja, die biologischen Lebensformen waren nicht mehr überlebensfähig, ne? Sie konnten gegen das Bakterium nichts tun. Das wissen wir ja schon aus Subnautica 1, dass die Erbauer praktisch an diesem Bakterium zugrunde gegangen sind. Obwohl die technologisch so fortgeschritten waren. Das ist schon echt creepy. Die haben wohl nicht genug Zeit in Biotech investiert, ne? Okay. Ich denke, dieses Rätsel haben wir damit gelüftet. Das ist tatsächlich so eine Art Friedhof. Oder... Ja, ich denke, das ist ein Friedhof und wir haben einen der letzten da noch drin liegen erwischt, ne? Der nicht mehr begraben werden konnte. Sowas in der Art. Auf jeden Fall schien es sehr friedhofartig. Ich weiß nicht, was das sonst für einen Zweck gehabt haben könnte da unten. Dieses kleine Biotop. Das sah nicht so aus, als wäre das für Forschungszwecke errichtet worden, ne? Okay, dann denke ich, fahren wir jetzt noch rüber zu... Oh, hab ich gesehen? Da oben ist er. Zu dem Artefakt PK irgendwas. Das ist ja auch in der Gegend, ne? PK8. Wir können mal gucken, ob wir da auch rüberkommen. Das ist halt ziemlich weit. Da müssen wir bestimmt erstmal wieder ein Stück auftauchen und woanders suchen. Das wird ein anderes Biom sein wahrscheinlich, ne? Hier. Also hier gibt es auch echt viele Ressourcen zum Abbauen. Hier könnte man auch mit dem Krebs runterkommen. Uraninit ganz viel. Als erstes fahren wir, glaube ich, nach Hause. Wir können ja noch so ein bisschen Uraninit oder so mitnehmen. Die letzten 2-3 Slots voll machen. So ein bisschen Nickelerz wäre natürlich auch cool. Dann bringen wir das erstmal alles nach Hause. Und dann suchen wir nach dem weiteren Artefakt. Und ich denke... dass wir mit den neuen Ressourcen hier schon wieder richtig viel machen können. Wir haben echt gutes Zeug gefunden. Seek fluid intake. Oh, wir müssen was trinken. Trinken wir mal schnell so ein paar von den Tüten. So, wieder auf 100, okay. Und dann müssen wir noch was essen, aber da können wir uns einen Fisch braten, das ist kein Ding. Dann nehmen wir einfach unser Messer und braten uns so einen leckeren Fischi. Wir haben ja welche dabei. Ein Diamant. Gibt halt echt viel Diamant hier. Und Rubine und so, ne? Ja, ich sag da noch so ein bisschen was ein. Wir können noch 6 Sachen mitnehmen. Und dann ist es eh Ende. Hier drin haben wir noch einen leckeren Fischi. Fischi-Fisch, Glubschi. Den nehmen wir machen uns gleich 2, wenn wir schon dabei sind, ne? Und die können wir uns dann mit dem Messerchen hier zubereiten. Das geht eigentlich meistens ganz gut. So. Erwischt. Dann können wir den direkt essen. Gekochte Eisbrötchen. Okay, noch einer. Mmh, super lecker. Okay, ich fahre mal zurück nach Hause und melde mich aus der Sicherheit unserer Basis zurück. Das ist ein bisschen creepy hier. Moment. Was ist dies? Wir brauchen noch eine kurze Pause hier zwischendrin. Ich habe noch was Mysteriöses entdeckt. Zwei so Krebse. Oh, Rubine ohne Ende. Was seid ihr denn? Kreatureneier. Oh,
Das sind bestimmt die Tentakelhaie. Garantiert. Wir können nur eins mitnehmen. Das muss dann reichen. Oh, die sind ja riesig. Kein Wunder. Der kreischt da schon wieder im Hintergrund. Ich will es gar nicht wissen. Okay, der Rest muss leider hier bleiben. Wir haben so ein cooles Ei. Und noch ein Rubin. Jetzt sind wir tatsächlich voll. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Die Eier können wir nicht scannen. Also da wissen wir nie, was das ist, bis wir sie ausgebrütet haben. Das macht es natürlich extra spannend. Ist das eine Sackgasse hier? Der Hai hat mich hier in die Sackgasse getrieben. Müssen wir hier wieder raus. Wo ist er denn? Irgendwo ist hier so ein Tentakelhaifisch, Tintenfisch-Dings. Ich glaube, der ist links hinter uns. Egal, wir hauen jetzt ab. So, wir sind zurück zu Hause. Ich bin wieder dabei, alles vorzubereiten für die nächsten Expeditionen. Aber ich denke, wir bleiben jetzt erstmal hier. Es gibt nämlich ziemlich viel Neues zu tun. Wir haben ganz viele neue Ressourcen gefunden und müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, so ein paar neue Dinge herzustellen. Es gibt einiges, was wir zu tun haben und was der Alan, also unser Erbauer, auch gerne von uns hätte, dass wir das tun, glaube ich. Können wir überhaupt noch irgendwas mitnehmen hier? Nee. Schon wieder total voll. Die Basis ist auch schon voll geladen, weil so ein volles U-Boot ist schon einiges an Material. Das sind wieder ein paar Schränke. Und dementsprechend ist ja auch alles schon wieder ziemlich vollgestopft. Können wir gucken, ob noch Gold und Silber haben wir zu viel. Das schmeißen wir dann alles hier mit rein. Und dann fangen wir mal an, so ein bisschen zu craften, weil das schafft ja auch Platz. Ne? Wir haben ziemlich viele Diamanten. Das heißt, wir können endlich wieder Glasdächer bauen und so. Dafür brauchen wir dann aber auch Blei. Ne? Das ist wieder unser Engpass aktuell. Und wir können mal hier die Batterie wechseln, dass wir da wieder die Ionenzelle nehmen. Ich brauche nämlich immer ziemlich viel Energie für den Gleiter. Ja, und jetzt können wir mal schauen, was wir anstellen können. Wir können jetzt nämlich ein paar neue Dinge herstellen mit den Pilzen und diesen Sporen, die wir gefunden haben. Das sind die Höhlenknospen. Dafür brauchen wir dann noch Salz und dann können wir praktisch diese Salzsäure herstellen. Das ist eine coole Geschichte. Jetzt muss ich nur überlegen, wo das Salz inzwischen gelandet ist. Das hat nämlich jetzt eine neue Kiste. Bin mir nicht sicher, wo. Ich glaube, das ist alles drüben. Weil hier ja immer Salz rauskommt. Genau das Salz drin. Das nehmen wir einfach mal raus. Und die Flaschen nehmen wir auch einfach mit. Sollen wir mal neue machen? Und das hier ist unser Salzschrank. Das nehmen wir mal alles mit. Bringen das hier rüber. Die Flaschen können wir ja hier lassen. Das sind unsere Ersatztrinkflaschen. Ich habe ziemlich viel Durst, wie ihr seht. Ich brauche das immer mal wieder. Und jetzt können wir uns zum ersten Mal Salzsäure herstellen. Das ist ziemlich cool. Kostet aber 3 von diesen Höhlenknospen. Das heißt, es ist gut, dass wir so viel mitgenommen haben. Wir brauchen wirklich viel von dem Zeug. Salz ist gar kein Problem. Das gibt es ja überall. Aber wir brauchen echt viel von diesen Pilzen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir diese Seeds einpflanzen. Die Samen. Wir brauchen das Zeug, ja? Wie wir gerade gesehen haben. Das heißt, wir pflanzen es auch direkt ein. Wenn wir schon sowas haben. Wir haben ja die Samen mitgebracht. Ich glaube, ich habe die jetzt gegessen. So ist besser. Das heißt, wir pflanzen die hier ein. Die wachsen jetzt. Ah, ich habe die rausgeworfen. Genau, so. Schon wieder. Gewohnheit und so. So viele verschiedene Spiele. Also wir pflanzen die jetzt hier. Das sind jetzt ganz kleine Pilze da drüben. Die wachsen. Die können wir dann abernten. Entweder mit dem Messer. Dann bekommen wir, glaube ich, die Seeds und können neue pflanzen. Das heißt, wir können einen Pilz dann wieder abernten und daraus 3, 4 Seeds gewinnen und die wieder neu pflanzen und so. Dann haben wir mehr Pilze oder ich ernte die normal mit der Hand ab. Dann haben wir so eine Höhlenknospe und können die zu Salzsäure verarbeiten. Das ist alles ganz cool. Können auch wieder so ein bisschen was futtern hier. Lecker. Antennenfrüchte. Meine Hauptnahrungsquelle. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit diesen Höhlenrosen. Wir schauen mal nach. Höhlenrosensporen sind das. Genau. Die können wir, glaube ich, nicht pflanzen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Das sind ja Sporen. Also eigentlich müsste man die auch pflanzen können, oder? Wir testen das. Können wir hier so eine Spore reinpacken? Die sind halt riesengroß. Also ich denke nicht, dass die hier wachsen würden. Wir haben ja gesehen, wie groß die Pflanzen sind, diese Höhlenrosen. Also können die offensichtlich nicht pflanzen. Aber wir können diese Sporen verwenden, um daraus wieder was herzustellen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, was... Genau, Benzol können wir daraus herstellen. Benzol kostet uns Höhlenrosensporen und Geißelkörbchen. Das ist praktisch, weil die müssen wir sowieso mal loswerden, dass hier die Kiste so ein bisschen leerer wird. Das heißt, wir nehmen da so ein paar von. Oder alle. Und machen da draus mal Benzol. Das haben wir nämlich auch noch nie verwendet. Das heißt, wir sind jetzt wirklich ein ganzes Stück weiter. Praktisch im neuen Ressourcentier. Wir können alle möglichen spannenden Sachen herstellen.
Und gut, dass wir so viel von den Dingen mitgenommen haben, weil wir brauchen ziemlich viel davon, ne? Da sind die Sporen schon wieder aus. Das heißt, wir könnten auch so ein paar Sporen organisieren. Wir haben noch welche hier. Wir haben noch genug Geißelkörbchen. Das heißt, ich glaube, wir verarbeiten die alle. Die liegen sonst eh nur unnütz rum. Bauen uns einen Haufen Benzol. Das werden wir bestimmt irgendwann brauchen. Da ist sogar das chemische Zeichen drauf, ne? Ziemlich cool. Genau, dann haben wir jetzt Salzsäure und Benzol. Und aus Salzsäure können wir uns dann wiederum dieses Polyanilin herstellen. Dafür brauchen wir, was war's, Silber, ne? Ich bin zu viel am Erzählen. Wir brauchen Gold dafür. Gold haben wir ja jede Menge. Können wir hier rausnehmen. Ich glaube, wir haben hier auch immer in dem Ramschrank ganz viel Gold. Nehmen wir da so ein bisschen Gold mit. Und stellen uns dann direkt dieses Polyanilin her. Jetzt ist die Frage, wie viel Salzsäure wir brauchen. Ich würde mal so ein bisschen Salzsäure aufheben vielleicht. Mehr können wir jetzt eh nicht herstellen. Weil wir keine Salzsäure mehr haben, ne? Also wir brauchen dringend Höhlenknospen, damit wir wieder Salzsäure herstellen können. Ich habe jetzt alle verbrannt, aber wir haben auf jeden Fall genug Benzol. Das ist schon mal cool. Und jetzt waren wir ja in diesem Erbauerlager und haben das erste Teil des Erbauer-Skeletts sozusagen gefunden. Also, beziehungsweise wir haben das Skelett gefunden. Wir brauchen dann noch das Gewebe und die Organe und dann können wir wohl irgendwie so einen Erbauer zusammen stückeln. Und dann kann der Alan wieder in seiner eigenen Lebensform irgendwie unterwegs sein. Das klingt alles ziemlich creepy und komisch. Aber wir machen das natürlich. Der will das ja. Diamanten und Blastahlbarren brauchen wir dafür. Das machen wir ihm. Den Gefallen tun wir ihm natürlich. Nehmen mal drei so Diamanten mit. Und Blastahlbarren haben wir auch. Dann können wir schon mal das Skelett irgendwo zwischenlagern. Dann sieht er, dass wir Fortschritt machen. So. Wir wollen jetzt... Ich glaube, das können wir dann direkt herstellen, oder? Wie geht denn das? Wo macht man das überhaupt? Das Ding. Bauplan lösen. Wo baut man denn Skelette? Ich habe das noch nie gemacht vorher. Modifizierungsstation? Nee. Hier nicht. Können wir das mit dem Bautool machen irgendwie? Das ist super creepy. Müssen wir jetzt rausfinden. Ich habe keine Ahnung, wie man Skelette baut. Hier ist kein Skelett mit drin. Das muss irgendwie anders gehen. Vielleicht müssen wir da erst zu so einer Crafting-Station irgendwo. Geht das draußen? Persönlich? So ein Skelett ist ja relativ persönlich, oder? Ich weiß nicht. Wir gucken mal kurz draußen. Bei der Fahrzeugstation. Ich weiß nicht, ob es ein Skelett ein Fahrzeug ist, aber irgendwie muss man das ja herstellen können, oder? Aber hier wahrscheinlich nicht. Nee. Das Teleporter-Abteil holen wir uns noch. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz und Aerogel. Das ist eigentlich auch kein Thema. Das müssen wir natürlich auch ausprobieren. Aber hier können wir keine Skelette herstellen. Das muss irgendwo anders gehen. Erbauer-Skelettstruktur. Eine dichte und stabile, synthetische Skelettstruktur. Okay. Aus unbekannten, fremden Bestandteilen. Es wird geschätzt, dass das Material auf der Motion Härteskala eine 10 erreicht. Aufgrund seiner unglaublichen starken Schlagfestigkeit ist es sehr bruchsicher. Gut, der bricht sich da nicht so leicht den Arm. Ich weiß aber nicht, wie man das Ding herstellt. Konnte ich noch nicht rausfinden. Ich glaube, wir lagern das erstmal ein. Momentan kommen wir da eh nicht weiter. Wir brauchen ja noch die Organe und das Gewebe. Soweit sind wir also noch nicht. Das heißt, wir widmen uns jetzt erstmal was anderem. Zum Beispiel testen wir jetzt mal dieses Teleporter-Abteil. Das können wir jetzt ja auch herstellen. Also wir können jetzt echt viel Neues machen. Ich bin ziemlich gespannt. Wird wahrscheinlich einfach wie ein Teleporter funktionieren. Aber wir testen das natürlich. Wo ist denn das alles? Seebahnmodule? Da brauchen wir das eigene Abteil. Das Ding. Und wir brauchen diese Fernsteuerung, ne? Die muss dann irgendwo bei den anderen Geräten mit drin sein. Teleporter-Werkzeug. So. Okay. Das ist ein bisschen aufwendiger herzustellen. Da brauchen wir noch so einen Kabelsatz. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen erstmal so ein bisschen Benzol loswerden. Das lassen wir mal hier. Das ist Schmierstoff. Und wenn wir noch einen Blastahlbarren mit, brauchen wir bestimmt. Silikongummi habe ich, glaube ich, gesehen. Brauchen wir eigentlich nicht Blastahl, ne? Oh, wir brauchen ziemlich viel. Ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Lassen wir mal so ein bisschen von dem Kraut hier. So. Höhlenknospen brauchen wir nicht.
Das Bautool brauchen wir eigentlich im Moment auch nicht. So. Die Batterie könnten wir mal wieder aufladen. Die ist noch nicht ganz voll. Und dann sollten wir wieder so ein bisschen Platz haben, um hier weiterzumachen. Jetzt brauchen wir noch so einen Kabelsatz, einen erweiterten. Wir brauchen 2 von den Aerogel. Also das ist schon ziemlich aufwendig. Und wir brauchen natürlich einen so Ionenwürfel. Den bekommen wir aber wieder, wenn wir die Sachen auseinandernehmen, also demontieren, gehe ich mal von aus. Das heißt, das können wir schon machen. Das ist jetzt nicht super tragisch. Ich glaube, das Modul, also das Seebahnmodul, können wir nicht wieder demontieren. Es ist dunkel. Vielleicht können wir schlafen. Wollen wir das testen? Hier kommen wir nicht rein. Wie kommen wir denn da rein? Hier. So. Und wieso ist denn hier Licht an? Das ist komisch. Wo ist denn eigentlich... wo ist denn das Schlafmodul? Und wieso ist hier Licht an? Eigentlich haben wir doch gar keine Energie in den beiden Dingern. Komisch. Das ist das Krebsdings. Wo sind denn die anderen beiden geparkt? Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ach, da vorne. Ich suche das Bett. Hier müsste das Bett sein. Ah ja, hier haben wir keinen Strom. Ich verstehe das nicht, wieso der... Ach, der Krebs powert das wahrscheinlich, ne? Schlafen. Geht das? Gute Nacht. Guten Morgen. Okay, da sind wir wieder. Jetzt sehen wir auch wieder was. Wenn wir hier irgendwie rauskommen. So. Okay, das ist schon ziemlich cool mit dem Schlafen. Das gefällt mir. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Da oben müsste irgendwo die Station sein. Dann craften wir uns jetzt das Teleporterabteil. Das ist halt eine ziemlich coole Geschichte, wenn man dann weiter wegschwimmen muss aus irgendeinem Grund, kann man sich einfach zurück teleportieren. Das heißt, das verdoppelt praktisch unsere Reichweite, ne? Seebahn-Teleporterabteil. Ziemlich ungemütlich hier oben. Schneesturm wie immer. Okay. Das bringen wir dann mit runter zur Seebahn, docken das einmal an zum Testen. Flash. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Luca hat das nicht. Einmal abtauchen. Oh, das dauert einen Moment. Das ist ziemlich schwer. Aber geht ganz gut. Ja, wir docken das. Oh, das ist am Krebs andocken. Wir können das auch erstmal hier andocken. Falsche Seite, oder? Irgendwie. Das will nicht. Jetzt habe ich den Krebs da reingeschoben. Können wir das hier andocken? Jawohl. Okay. Geh mal wieder zurück. Ja, so ist besser. Gut. Jetzt haben wir hier so ein Teleporterabteil dran. Wir brauchen noch das Werkzeug. Das holen wir mal zuerst. Das müssen wir auch noch herstellen. Moin. Das Werkzeug ist hier mit drin. Teleporter-Werkzeug. So heißt das Ding. Desert Duel facilitates instant travel to a paired sea truck teleportation module. Ion cube required for use. Okay. Oh. Alien Technology. Jetzt haben wir einen Teleporter. Okay, das ist tatsächlich so ein Teleporter hier auf dem Boden. Das ist creepy. Aber das funktioniert wohl, ne? Hoffe ich. Wir testen das jetzt mal. Wir haben jetzt so ein Teleporter-Werkzeug mit 300.000 Energie. Ich glaube, das wird unendlich teuer, sich zu teleportieren. Okay, ich habe das Ding jetzt. Also wir können dann wegschwimmen zu so einem Haifisch. Und wenn der Haifisch kommt, dann... Okay. Teleportieren wir uns? Das dauert einen kurzen Moment. Okay, also man sollte schon noch vorsichtig sein. Es geht nicht so schnell. Und jetzt haben wir wie viel Energie verbraten? 100.000? 100.000 Energie? Oh mein Gott! Das ist viel. Nur mal so nebenbei. Können wir dann irgendwie die Batterie wechseln oder so? Nö. Funktioniert das Ding nur 3-mal oder wie? Wie lädt man denn das wieder auf? Ich weiß es nicht.
Da passt es nicht rein. Passt es hier vielleicht mit rein? Nö. Oh oh. Möglicherweise kann man das nicht mal wieder aufladen. Das ist creepy. Okay, also das ist ein Notfallwerkzeug. Das wird man normalerweise nicht verwenden. Das ist ziemlich teuer. Und ich glaube, wir können das dann zerlegen, wenn es leer ist und den Ionenwürfel zurückbekommen, ne? Das heißt, wir verlieren dann nur die anderen Ressourcen und nicht den Ionenwürfel. Was trotzdem nicht günstig. Aber ganz witzig. Also vielleicht brauchen wir das irgendwann, wer weiß. Wenn wir irgendwann tiefer tauchen müssen, als alle unsere Geräte das schaffen, als die Seebahn das schafft und als der Krebs das schafft, dann wäre das schon günstig. Dann würden wir das Ding auf jeden Fall mal verwenden. Ich parke das jetzt erstmal hier. Bei so einem normalen täglichen Einsatz werde ich das wohl nicht verwenden, glaube ich. Wir haben schon ziemlich viel geparkt. Können wir das so ein bisschen umparken vielleicht? Was denn, wenn wir... Ja, so ist es besser. Es ist wieder alles mitten im Weg. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Schon wieder. Signal location uploaded to PDA. Artefakt Z13, okay. Da geht es also dann weiter. Das geht immer noch ein Stück. Es kommen immer wieder neue Artefakte dazu. Wenn man eins gefunden hat, dann hat man direkt wieder das nächste. Ich habe mich gerade mal ausgeschlafen, dann hat er sich direkt wieder gemeldet, der Alan. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Frühstück mit hier. So. Und ich habe die jetzt mal da unten geparkt, die beiden Module. Die drei Module sollte deutlich besser passen. Auch die habe ich mal so ein bisschen tiefer geparkt, dass sie nicht immer mit der Basis kollidieren. Aber wir haben bis jetzt noch keinen Schaden an der Basis. Obwohl ich immer mal wieder irgendwo anecke. Wenn man das Spiel neu lädt oder so, dann verbinden auch die Basisteile irgendwie mit den Stelzen und den U-Booten. Also die Stelzen setzen sich dann auf die Seebahn obendrauf praktisch. Ich glaube, das ist immer nach einem Spielneustart. Und die Seebahn stand vorher da drunter, das könnte jetzt sein. Das ist ein bisschen komisch. Irgendwie war hier eigentlich nichts. Auf jeden Fall sind die immer ein bisschen anders, die Stelzen. Je nachdem, was da halt so im Weg ist. Genau. Und ich habe jetzt auch dieses Pfadfinderwerkzeug wieder dabei. Das müssen wir mal kurz ausprobieren. Das ist schon Weilchen her, dass wir das getestet haben. Aber damit kann man einfach seinen Weg markieren und findet dann eben hoffentlich den Rückweg, wenn es dann mal soweit ist. Das ist dann der Startpunkt. Und die nächsten haben dann, glaube ich, immer Pfeile zu dem, genau, zum Startpunkt. Das heißt, wenn wir hier jetzt irgendwo lang schwimmen, so, und dann nicht mehr wissen, wo wir sind, dann können wir die Dinger finden. Der Pfeil zeigt darüber, wir schwimmen hier hinterher und sehen dann irgendwo den nächsten Pfeil. Hier ist der nächste Pfeil. Und dann kommen wir hier wieder zu dem Startpunkt zurück. So funktioniert das Ganze. Und mit F können wir die wieder löschen. Damit sind alle wieder weg. Also die sind immer alle verbunden dann scheinbar. Das ist ganz witzig. Für Strecken, die so ein bisschen komplizierter sind, hätten wir das teilweise schon brauchen können. Also komplett abwegig ist es nicht, das Gerät. Aber ich denke, wir lassen es jetzt erstmal hier. Im Normalfall verschwimme ich mich eigentlich nicht, auch weil das Schiff wird ja angezeigt, dass man weiß eigentlich immer, wo sein Boot steht, ne? Das ist jetzt nicht so super tragisch. Aber trotzdem ganz cool. Wir haben das Ding jetzt für einen Notfall, falls es irgendwo mal richtig spannend wird, dann nehmen wir das vielleicht doch wieder mit. Und so richtig labyrinthig wird. Okay. Jetzt haben wir auch einen Haufen neuer Ressourcen wieder. Und ich denke, wir stellen noch zwei, drei neue Dinge her, wenn wir schon dabei sind. Dafür fehlt noch eine Energiezelle. So. Haben wir gleich wieder alles aufgeladen. Wunderbar. Und dann nehmen wir hier noch dieses Tiefenmodul raus. Stufe 2. Wir können uns nämlich inzwischen Stufe 3 herstellen. Und ich denke, wir machen das jetzt einfach, bevor es dann irgendwann sowieso notwendig ist. Machen wir es lieber gleich. So. Da ist das Ding, das kostet Nickelerz, Kyanit und Plastahl. Das heißt, wir haben dann wirklich kaum noch Kyanit. Wir müssen dann wieder los in dieses Kyanit-Gebiet. Da waren wir ja noch nicht unterwegs, weil wir da noch nicht so tief tauchen konnten. Jetzt können wir da aber wieder hin aufbrechen und uns neue Ressourcen holen. Das Krebsmodul ist auch mit hier drin. Es kostet auch Kyanit. Könnten wir uns auch herstellen. Brauchen wir jetzt momentan nicht, weil wir mit dem Krebs gar nicht so tief wollen aktuell. Die Schwimmflossen würde ich auch direkt mal mit herstellen. Mit Ladefunktion. Ich glaube, die sind dann genauso schnell wie unsere. Ich weiß es nicht. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Lädt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. Das ist ja an sich cool.
Wir testen das. Kostet Polyanilin. Deswegen konnten wir das bis jetzt noch nicht herstellen. Was halt doch recht aufwendig ist. Und ich glaube, wir schwimmen mit denen langsamer. Also ich denke, wir schwimmen dann 15% langsamer. Dafür laden wir halt die Geräte auf beim Schwimmen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber... Hört ihr die Flossen? Die machen Geräusche. Oh, das bringt total viel, oder? 98. Das lädt echt das Gerät wieder auf. Was soll das denn? Okay. Das ist ja creepy. 98. Der braucht schon ziemlich viel Energie, der Gleiter. Aber ich denke mal, auch der wird dann wohl möglicherweise keine Energie mehr brauchen. Dann können wir die Ionenzelle wieder wegschmeißen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Die Ionenbatterie. Die können wir dann weiterverarbeiten zu einer Ionenzelle für unsere Seebahn, ne? Das könnten wir dann machen. Also komplett unnütz oder so ist die dann auch nicht. Ja, also ihr hört die Flossen im Hintergrund. Und das Teil braucht eigentlich keine Energie mehr. Wir laden aber auch nicht auf. Also das ist wohl so eine In-Balance praktisch dann. Hüllenknospen. Die sammeln wir mal ein. Und die hier verarbeiten wir zu Samen. Und die können wir dann direkt wieder pflanzen. Oh, jetzt haben wir nur drei. Ich glaube, wir können die auch rausschmeißen und dann bearbeiten. Sehr gut. Machen wir nochmal. Wir brauchen ziemlich viele von den Dingern. Das heißt, wir pflanzen mal ordentlich. Okay. Das heißt, die müssen wir dann eigentlich nicht mitnehmen. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Wir müssen da irgendwie 500 Meter tief tauchen und erstmal 500 Meter hin oder einen Kilometer. Das ist... Wo ist denn das? Wo ist der Wegpunkt? Typ. Keine Ahnung. Der muss irgendwo tief unten sein. Das ist doch... Welche Richtung ist denn das? Eigentlich da drüben irgendwo. Bergwerk Kopper? Friedhof, da ist es. 1200 Meter entfernt und irgendwie 500 Meter tief oder noch tiefer. Und da müssen wir dann diese Ressourcen holen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir die hier anbauen können, dann machen wir das natürlich. Und wie gesagt, wir brauchen ziemlich viel davon. Das heißt, wir pflanzen jetzt ordentlich an. Und dann sollten wir da auf jeden Fall irgendwann auch genug von haben, hoffentlich. Wo ist es da? So. Super cool. Unser Beet wird langsam wirklich nützlich. Zum Essen sowieso. Jetzt auch noch für die Höhlenknospen. Ich wünschte, man könnte ein bisschen mehr anbauen. Irgendwie haben wir noch nicht viele Pflanzen gefunden, die wir anbauen können, ehrlich gesagt. Hoffentlich kommen da noch so ein paar dazu. Wir hatten hier in Subnautica 1 immer so einen schönen großen Garten. Ich denke, wir müssen auch unbedingt mal wieder auf Land irgendwie aufbrechen. Da gibt es bestimmt auch einiges zu entdecken. Wir haben ja schon einige Schollen gesehen. Da müssen wir uns auch mal so ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir dann auch so Landpflanzen, die wir so in der Basis pflanzen können, dass es hier so ein bisschen grüner wird. Im Moment ist das alles ziemlich steril hier. Ne? Wir haben keine einzige Pflanze bis jetzt. Das ist schon echt nicht viel. Wir haben zwar an Land so ein paar gefunden, zum Beispiel diese coolen, diese Nüsse, ne? Wie heißen die? Hufeisennüsse oder sowas in der Art? Aber die können wir ja leider nicht anpflanzen. Das ist echt traurig. So, jetzt habe ich aber bestimmt schon wieder sauber überzogen. Ich glaube, wir sind ziemlich lange unterwegs. Ich habe einen Riesenspaß hier. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Wir haben jetzt echt mega Fortschritt gemacht durch die neuen Ressourcen, die wir gefunden haben. Und ich glaube, wir brechen jetzt demnächst auch mal wieder an Land auf. Natürlich gibt es immer noch die ganzen Artefakte, die wir absuchen, abklappern müssen. Das Z13 ist scheinbar sogar auf unserer Ebene. Das heißt, da müssen wir gar nicht tief tauchen. Das ist auch komisch. Ich glaube, uns fehlt auch immer noch ein Teil von der Mercury, ne? Ich glaube, von diesem Mercury 2 Wrack, von dem Raumschiff, da gibt es einige Teile. Wir haben bis jetzt erst zwei, glaube ich, gefunden, ne? Also es gibt auf jeden Fall noch ziemlich viel, was wir hier untersuchen und finden können. Für heute müssen wir leider erstmal wieder Schluss machen. Das war's von mir und Subnautica. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.